Fake News, Fake News, Fake News. Zwei Worte, die ich nicht mehr hören kann. Was aber, wenn Falschmeldungen nicht dazu benutzt werden, Stimmung zu machen, sondern den Menschen Lebensmut wiedergeben sollen, Hoffnung? So wie im Roman Jakob der Lügner von Jurek Becker. Schauplatz ist ein jüdisches Ghetto im Zweiten Weltkrieg. Der Ghettobewohner Jakob hört zufällig auf dem Revier der deutschen Bewacher im Radio, dass die Rote Armee nur noch wenige hundert Kilometer entfernt ist. Das bedeutet, die Befreiung naht. Jakob erzählt einem Freund davon und gaukelt ihm vor, selbst ein Radio zu besitzen. Das macht die Runde im Ghetto. Und plötzlich glauben die Menschen wieder an eine Zukunft. Jakob aber fühlt sich gezwungen, immer neue Radionachrichten zu erfinden. Er wird zum Lügner wider Willen. Aber wenn sogar die Selbstmordzahlen sinken, gibt es dann nicht auch so etwas wie eine gute Lüge? Genügt es Ihnen nicht, dass wir so gut wie nichts zu fressen haben, dass jeder Fünfte von uns im Winter erfriert, dass jeden Tag eine halbe Straße zum Transport geht? Das alles reicht noch nicht aus? Und wenn ich versuche, die allerletzte Möglichkeit zu nutzen, die sie davon abhält, sich gleich hinzulegen und zu krepieren, mit Worten, verstehen Sie, mit Worten versuche ich das, weil ich nämlich nichts anderes habe, da kommen Sie mir und sagen, es ist verboten. Jurek Becker hat selbst seine Kindheit in einem polnischen Ghetto verbracht. Er kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland, in die DDR. Was diesen ersten Roman von ihm so besonders macht, ist die Wärme, die er ausstrahlt. Dass er dabei ohne Pathos ist und nichts beschönigt. Jakob der Lügner ist kein Heldenroman, sondern die Geschichte von einem, der mit einem Gramm Nachrichten eine Tonne Hoffnung schafft. Ein wunderbares Buch, das lange nachwirkt.